Jo Leute, wir sind wieder zurück mit Age of Pirates und unserem guten Freund Thomas Modiford oder unserem Befehlshaber, wie auch man das immer nennen möchte. Der hat wieder mal eine Aufgabe für uns, allerdings, immer noch husten, eine eher merkwürdige Aufgabe, wie er uns sagt. Und wir hören ihm mal genau zu. Aha. Es passiert etwas Merkwürdiges auf St. John oder in St. John. Und weil er erhält aktuell keine routinemäßigen Updates mehr vom Gouverneur der Stadt. Und wir müssen jetzt als sein Handlanger der Gouverneursresidenz auf St. John's mal einen Besuch abstatten und ein bisschen Licht in die Situation bringen. Okay, klingt jetzt eher simpel. Bei unserem Glück wette ich, dass wir jetzt in St. John's ankommen und irgendwie, keine Ahnung, die ganze Stadt wieder brennt oder so ein Shit. Wäre nicht so. Oder wir kommen im Hafen und auf einmal wartet da... Oh. Okay. Gut, verpiss dich. Wir kommen da in den Hafen und dann steht da eine holländische Armada oder so ein Lachs. Also kann ich mir irgendwie alles vorstellen. Würde ich sagen, machen wir mal hier unsere schöne Kriegsflotte bereit und segeln mal in Richtung hier. St. John's. Ich habe jetzt vergessen, welche Insel das ist. Ich glaube Antigua oder so. Warte mal. Lol. Boarding Attempt? Boarding Attempt? What? Lol. Da vorne gibt es irgendwo eine Schlacht oder so anscheinend. Also, bei uns ist es jetzt hier hoffentlich nichts. Sunk by Cats. Slot Honigan. Okay. Whatever. Ihr seht schon, unsere Crew ist ein bisschen low. Also die auf dem Hauptschiff nicht, aber die restliche halt schon. Es hängt halt echt damit zusammen, dass wir nach den letzten Eroberungen, die wir für unseren guten Thomas Modiford machen mussten, halt schon einiges an Crew wieder mal verloren haben. Das heißt, die nächsten Schiffe, die wir irgendwie bekämpfen, werden wir wahrscheinlich dann wieder übernehmen und die Crew übernehmen und als Sklaven quasi in unsere Crew bringen. Hat dann halt den Nachteil, dass die halt wieder null Skill haben, aber da können wir halt nichts dran ändern. Das ist auch ganz lustig zu sehen. Zwei der Schiffe hier in der Flotte hatten wir selber mal. Das ist halt echt ganz faszinierend, wie die Flotte jetzt mittlerweile fast aus Schiffen nur besteht, die uns gehört haben. Naja, jetzt machen wir uns mal auf. Ich glaube Antigua ist die Insel, wenn ich mich nicht irre. Antigua oder die andere daneben. Antigua oder Nevis, eine von den beiden. Kannst mir irgendwie immer nie merken, welche Insel welche Siedlung hat. Sail on. Nee, danke. Kein Interesse am Kämpfen. Jetzt fahren wir in die völlig falsche Richtung. Werden wir auch wieder von ein paar Holländern verfolgt. Ich wette, das sind wieder Kopfgeldjäger. Muss auch mal gucken, wie es wieder mit der Nahrung und der Medizin und so besteht, weil ich glaube, da haben wir auch wieder nicht mehr so ultra viel. Ich würde sagen, wir machen erstmal hier so einen kleinen Zwischenhalt auf Guadeloupe. Und, oh lol, was ist da vorne? Einfach lila Segel. Ja, moin. Ich vermute mal, das ist jetzt ein Bug oder sowas. Ich nehme auch auf. Ja, ich nehme auf. Ehre. Okay, so. Bei heftigem Regen legen wir in der Nacht. Lol. Okay, die will irgendwas von uns. Wir wollen aber jetzt nicht unbedingt was von ihr. Wir gehen mal in die Taverne. In die französische. Okay. Also in der Taverne sind schon alle Segler mal wieder aufgegabelt worden. Was eine Schande. Gehen wir mal eben in den Laden und schauen, ob wir... Okay, Medizin dürfen die uns nicht verkaufen. Rum wollen sie uns nicht verkaufen, aber Essen kriegen wir hier. Das ist doch was Schönes. Dann holen wir uns hier mal irgendwie Essen für, keine Ahnung, 150 Tage. Können wir zur Not noch auf die anderen Schiffe verteilen. Hier auch noch mal ein bisschen Fresschen. So, das Schiff kann auch noch ein bisschen Fresschen vertragen hier. Zack. Weil wenn die Crews erstmal wieder da sind, dann brauchen wir wieder Essen und haben es nicht. So, Waffen nehmen wir auch mit. Rum haben wir eigentlich einigermaßen genug. Na, Schießpulver können wir noch das restliche... bisschen mitbringen. Okay. Dann, war es das schon fast. Wir kriegen hier leider keine Crew.
Das heißt, ab weiter in Richtung St. John's. Mal hier eben wieder die Zeit schnell machen. So. Dann ist auch Dominica. Ich glaube, es war Antigua. Ja, Antigua ist es. Gut, dann laufen wir mal im Hafen von Antigua ein. Mal schauen, was uns da jetzt erwartet. Also, wir haben zumindest keine feindliche Flotte hier vor Anker. Das ist schon mal ehrenhaft. Und die Menschen hier sind auch ganz normal am Start. Also gehen wir mal zur Residenz und fragen da mal nach, was da los... Oh, lol. Ich mache nichts. Er läuft automatisch. Also. Da haben wir Colonel Thomas Lynch. Mit wem habe ich die Ehre zu sprechen? Stellen Sie sich vor. Ich bin ein englischer Freibeuter. Mein Name ist George Strong. Ich habe von ihr gehört. Oder von Ihnen gehört. Ihr Service für die britische Krone war extremst beeindruckend. Danke, Sir. Mein Name ist Thomas Lynch. Ich bin der Vorsitzende des jamaikanischen Rats bis 1664 gewesen. Bis dieser Idiot Modiford Gouverneur geworden ist. Thomas Modiford ist der Gouverneur von Jamaika. Nicht mehr. Was? Sie sollten wissen, dass das Gouverneurs... die Gouverneurs Bevollmächtigung, sage ich mal, abgelaufen ist. Mit dem Beginn seiner Amtszeit hat Modiford die Befehle von seiner Hoheit Charles II. Also mit dem Anfang seiner Amtszeit hatte er klare Anweisungen, die Piraterie einzustellen und freundliche Beziehungen mit Spanien zu führen. Das hat er jetzt noch nicht gemacht. Ja, also wie es halt hier auch steht, ne, anstatt dass er das gemacht hat, hat er halt weiter die Piraterei unterstützt und hat die spanischen Inseln oder die spanischen Siedlungen auf dem Hauptland erobern lassen durch uns. Und das hat jetzt einen Skandal in Europa verursacht und die spanische Königin Anna hat jetzt 3 Tage lang in Historien verbracht. Ja, okay. Aber wir haben jetzt das Argument, dass das ja sicherlich die Schuld der Spanier war, weil die Spanier haben Port Royal angegriffen. Da stimmt er uns zu, aber es würde schwierig werden, die dessen zu beschuldigen, weil Port Royal der Himmel oder ein Schutzort für alle möglichen Banditen und Räuber ist. Und wir sollten verstehen, dass die Balance der Macht in Europa nicht riskiert werden kann für ein paar Kriminelle. Was ist mit Tortuga? Tortuga ist eine französische Kolonie und die Franzosen sind in einem permanenten Status des Krieges mit Spanien. Aha. Also jetzt hier irgendwas mit dem Papst, keine Ahnung. England kann sich nicht erlauben, den spanischen Einfluss in der alten Welt zu erhöhen. Deswegen Frieden mit Spanien schließen. Und währenddessen macht der Thomas Modiford halt, was der Teufel auch immer will. Ja, habe ich mir schon gedacht. Und der Thomas Modiford hält halt den Status quo in Port Royal gerade, um seine eigenen Finanzen aufzubessern. Um es einfach auszudrücken, er beklaut Freibeuter, die Spanier beklauen. Ja, und wir antworten jetzt, dass wir ungefähr 10% des ganzen Erbeuteten der spanischen Schatzkammer britischen Schatzkammer zugute kommen lassen. Und er meint halt, dass es ein Scherz ist und die Briten nie dieses Geld gesehen haben und dass der Thomas Modiford halt eine spezielle Beziehung mit Piraten und dergleichen führt. Also er hat jetzt einen Vorschlag für uns, einen Business-Vorschlag. Modiford wird verhaftet werden, aber das ist nicht so einfach oder es wird nicht so einfach sein, weil die Garnison, die in Port Royal stationiert ist, ihm loyal gegenüber ist. Und wir wollen keine Gewalt von Briten gegen Briten provozieren. Und die Garnison in Port Royal ist ziemlich stark. Und er fragt uns jetzt, ob wir direkten Zugang zu Modiford haben, was stimmt. Und wir müssen jetzt 1 oder 2 Männer von ihm in die Residenz rein
bringen. So unverdächtig wie möglich. Nichts, ja, wie er auch schon sagt, nichts Verdächtiges. Alles soll normal aussehen. Und wenn wir mit Mordiford zusammen sind, sollen wir ihn leise verhaften. Und wir kriegen die nötige Autorität dafür. Oh, das klingt nicht schlecht, muss ich sagen, ja. Ja, und er ist kein Idiot, also der wird extremst gefährlich sein, Emery Ford. Okay. Wir fragen jetzt nach Belohnung. Und jetzt fragt er uns, was wir uns für eine Belohnung vorstellen. Und wir meinen jetzt, wir waren Mordiford in letzter Zeit ziemlich nahe. Ja, und wir sagen jetzt halt, wir waren ihm ziemlich nahe und es macht für uns jetzt keinen Sinn, unseren Einfluss, den wir durch ihn haben, weil wir mit ihm gut sind, macht es keinen Sinn, jetzt einen Schritt rückwärts zu machen. Okay, also wir machen, er garantiert uns, dass wir keinen Rückschritt haben und wir das alles unter unserer Freibeuterlizenz erledigt haben, die ganzen Aufträge für ihn. Und zweitens fordern wir die Hälfte von Mordifords Reichtum. Okay, also er akzeptiert. Die Hälfte des ganzen konfiszierten Geldes gehört an uns und wir sollen Mordiford zum Trial, also zur, wie sagt man, zum Prozess in London bringen. Okay. Das ist ja schon mal ganz nice gelaufen, würde ich mal sagen. Jetzt ist halt bloß die Frage, schaffen wir das jetzt so easy, den Mordiford aus seiner schönen Residenz daraus zu kriegen? Ist ja übel für ihn. Da hat er uns hier hingeschickt, im Verdacht, dass hier irgendwas Merkwürdiges vor sich geht. Und jetzt kommen wir zurück, um ihn festzunehmen. Aber schlecht gelaufen für ihn. Die Frage ist, gibt uns, das würde mich jetzt interessieren, gibt uns das Spiel jetzt die Option, quasi eventuell sogar mit ihm zusammenzuarbeiten? Oder müssen wir jetzt für die britische Krone ihn verhaften? Naja, wir werden es rausfinden. Ich werde jetzt hier erstmal einen Quicksave machen, bevor hier wieder irgendwas abschmiert oder sowas. Man kennt es ja in dem Game. Machen wir uns jetzt mal schnell auf zurück nach Jamaika. War schon ein bisschen ein Weg. Die Holländer haben wieder Bock auf uns, natürlich, wie immer. Aber aktuell haben die doch Krieg noch, die beiden, oder? Warte mal, England und Spanien. Ja, die haben noch Krieg. Okay, also sie wollen dann Frieden. Wir haben noch 51.000 Bounty bei den Holländern. Das müssen wir auch irgendwie loswerden, die uns nicht mehr so auf die Nerven gehen. Ich frage mich, kriegt man auch Bounty als, wie sagt man, als Pirat? Wahrscheinlich schon, ne? Das ist halt die Frage, nehmen einen dann die Kopfgeldjäger auch in den Piratensiedlungen fest? Oder versuchen sie es? Alter, 400.000. Alter, wir brauchen echt viel Geld, ey. Holy. Ja, ich habe schon überlegt, ob wir vielleicht das eine oder andere Schiff loswerden, weil die ganze Zeit offscreen die Piratennummer hier zu schieben und das ganze Geld sich zu erarbeiten, nur damit man es direkt wieder ausgeben muss für die ganze Crew, ist halt auch ein bisschen belastend. Ja. Habe ich halt überlegt, ob wir uns ein Schiff quasi verkaufen. Oh Gott, auf der Krempe sind schon wieder Leute gestorben. Wegen der Medizin. Da müssen wir mal eben hier aushelfen. Das warst du, ne? Ja. Medizin. Zack. Dann legen wir mal an, des Nachts, und die Kopfgeldjäger sind natürlich wieder da, wie immer. Okay, diesmal kaufen sie uns unsere Lüge ab. Sehr nice. Okay. Wir schauen noch mal, ob wir hier noch mal eben ein paar Männer angeheuert kriegen. Natürlich sehr nice. Natürlich nicht, wie immer. Okay. Ich schaue nochmal eben schnell hier, was wir genau machen müssen, weil nicht, dass wir jetzt hier irgendwie irgendwas machen müssen, womit ich jetzt hier nicht rechne. Okay, wir gehen einfach mal zu ihm hin. Wir machen hier nochmal eben schnell ein Save. Und zack, ab in die Residenz. Guten Tag. Also, sag mir, was du erfahren hast. Was passiert auf St. John's? Sir, in der Residenz von St. John's habe ich Colonel Thomas Lynch getroffen. Hm, okay. Und auf Befehl der englischen Regierung sind sie hiermit verhaftet.
Nicht so fast. Nicht so schnell. Officer, Hilfe. Lol. Oh, what? Okay. Berserker. Bam, in dein Gesicht. Ja, moin, Alter. Werden wir jetzt hier direkt erstmal überrannt hier. Erstmal hier tot machen, die Lachse. Oh Gott. Gedodged und getötet. Okay, doch nicht. Dann jetzt. Tschüss. Na? Nee. Hä? What? Okay. Gut. Ich hätte mir nicht vorstellen können, dass du mich so behandelst. Okay, ich zitiere jetzt mal sie. Ich habe nichts weiter zu sagen. Politik entscheidet das Schicksal der Nation. Es gibt keinen Sinn da drin, sich auf das Schicksal eines Individuellen zu einzuschießen. Tschüss. Okay. Das heißt, wir sind jetzt hier im Knast und ach lol. Ach, wir haben ihn festgenommen. Okay. Ich dachte gerade, wir sind verhaftet. What the fuck? Okay. Können wir jetzt nochmal hier schnell. Okay, Thomas Lynch Auftrag ist jetzt complete. Jetzt sehe ich hier gerade wieder nichts, Leute. Sorry. Aha, hier geht's raus. Hier ist auch die Wache. Okay, er sagt uns nochmal, dass wir frei hier rausgehen können. Dann gehen wir mal wieder ins Vor. Ab hier hoch. Jetzt ist bloß die Frage, wo sollen wir hin? Sollen wir jetzt in die Residenz wieder? Nee, kann nichts usen. Okay, Quick Traveling können wir auch nicht. Das heißt. Oder wir haben da eine Spritze von einem Arzt gefunden. Okay. That's random. Okay, hier sind wir ganz oben. Wir wollen nicht nach ganz oben. Wir wollen hier eigentlich aus dem Voraus. Sind wir, glaube ich, zu tief. Hier, so. Hier geht's nicht raus. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Hier auch nicht. Ja, Leute, irgendwo muss es hier doch rausgehen. Hä? Wo sollen wir denn jetzt hin? Wir waren ganz unten. Hier ist ganz oben. Da kommen wir auch nicht raus. Hä? Hä? Wir kennen doch diese Vor. Wir haben doch da immer drin gekämpft und da gab es irgendwo einen Ausgang. Aber jetzt gibt es hier einfach mal gar keinen Ausgang mehr. That's so fucking weird. Müssen wir weiter runter oder was? Aha! Ich glaube, hier sind wir richtig. Ich bin wieder so ends verwirrt einfach nur. So. Ehre. Das heißt, wir müssen jetzt hier lang oder wieder was? Na, hier machen wir mal die Zeit nochmal dreifach. So. Ich bin überladen und kann nicht rennen. What? Excuse me? Okay. Wir sind wirklich überladen. Können wir denn irgendwas droppen oder so? Na, ich weiß jetzt nicht, wie ich Sachen droppen kann, außer in so Dinger zu legen, in so Kisten oder sowas. Mal in die Krypta reingehen. Gibt's hier irgendeine Kiste? Gibt's eine Kiste. So. Jetzt ist die Frage, was droppen wieder rein?
Irgendwas, was schwer genug ist, damit es einen Unterschied macht. Zack, so. Jetzt sind wir nicht mehr überladen. Jetzt können wir wieder aus der Krypta rausgehen. Jetzt die Frage, wo geht's dahin, wo wir hinwollen? Ich glaube hier, ne? Genau. So, da sind wir endlich wieder in Port Royal angekommen. State your business clearly and concisely. What? Okay, wir sollen unsere Waffen ablegen und ihm folgen. Was? Ich bin jetzt ein Feind von England? Why? Hä? Warum? Ist das jetzt schon wieder ein weiterer Bug, den ich nicht gecheckt habe hier, oder was? England, enemy. But why? Was habe ich denn jetzt getan? Okay, das ist so fucking weird. Naja, ich würde sagen, wir lassen es mal dabei und sehen mal in der nächsten Folge, was es genau damit auf sich hat. Ich hoffe, da seid ihr auch wieder mit dabei. Ansonsten lasst mir gerne ein Like da und ein Abo, falls ihr neu seid. Und bis zum nächsten Video. Ciao.